habe heute ein Video für alle Pocketletter-Begeisterten unter euch. Und zwar war ich in letzter Zeit wieder fleißig gewesen und möchte euch gern meine neu entstandenen Pocketletter zeigen. Ich habe schon mal ein Bastel-Update über Pocketletter gemacht. Den Link werde ich euch in die Infobox setzen. Da seht ihr meine Nummer 1 bis 4, also so ziemlich meine ersten Werke. Und heute habe ich Nummer 5 bis 13, glaube ich. Dieser hier ist meine Nummer 5 und ich glaube, viele von euch kennen den schon. Da habe ich nämlich auch ein Video zu gemacht, wo ihr den Entstehungsprozess ein bisschen mitverfolgen konntet. Wer das noch nicht kennt, ich verlinke euch das oben rechts in der Ecke und auch in der Infobox. An der Stelle auch mal vielen, vielen Dank an alle, die mir da so viel liebes Feedback gegeben haben. Und auch in den ganzen Facebook-Gruppen, also zum Beispiel auch in der amerikanischen Facebook-Gruppe, da habe ich auch so viel liebes Feedback dazu bekommen und ganz, ganz viele Daumen nach oben. Also ich weiß gar nicht, auf jeden Fall über 100 Stück, wenn nicht sogar 200. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Kopf und ich war einfach so geflasht von so vielen lieben Kommentaren und Feedback und alles. Darüber freue ich mich mega. In der Richtung möchte ich auf jeden Fall auch noch ein paar mehr basteln. Und ja, mal gucken, wann ich das umsetzen werde. Jetzt folgen gleich die Nummer 6, 7 und 8. Wundert euch nicht, wenn da der Hintergrund ein bisschen anders ist. Die habe ich nämlich jetzt zwischendurch schon mal abgefilmt. Und ich hoffe, ihr Lieben, freut euch über eure Pocketletter. Das waren nämlich alles Wünsche gewesen, die ich umgesetzt habe. Und ja, ich hoffe, mir ist das gelungen. Das ist ein Zelda Pocketletter. Und zwar ist der für die Tochter von der lieben Andrea. Die beiden haben ja zusammen so einen Fuchs Pocketletter gemacht. Und sie meinte, ja, sie würde sich super über so ein Zelda Pocketletter freuen und deswegen habe ich den hier gemacht. Ich hoffe, der gefällt dir, Alex. Und ja, natürlich auch selber gezeichnet, ne? Also zum Beispiel der Wolf da unten und natürlich auch hier der Link in der Mitte, den habe ich auch selbst gezeichnet. Ich hoffe, das ist mir gut gelungen. Ich muss ja sagen, Zelda ist so ein Spiel, da habe ich mich jetzt noch nicht so wirklich mit auseinandergesetzt und von daher, das war mein erster Link, den ich gezeichnet habe und ja, das ist glaube ich diese Wolfsform, in der sich manchmal verwandelt, aber ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen, weil ich kenne mich mit dem Spiel nicht so wirklich aus. Dann habe ich noch so ein paar Verzierungen draufgebracht, solche Sticker hier zum Beispiel, die aussehen wie Pfeile, das fand ich sehr passend. Ich glaube, der hat ja manchmal auch so Pfeil und Bogen in dem Spiel. Und ja, ansonsten so eine Schnörkel und oben, das habe ich ausgedruckt, dieses Zelda-Wappen-Logo-Zeichen. Und ja, so ein bisschen Washi-Tape ist drauf und verschiedenes Papier. Also ja, in der Mitte, das ist so Spiegelkarton und ja, dann so verschiedene Grüntöne, weil ich das ganz passend fand. Dann kommen wir zu diesem Pocketletter. Das ist jetzt so zum Thema Sommer oder Elfen oder ja, irgendwie so gehalten. Und mal ein bisschen was Fröhliches, Buntes. Ich glaube, Andrea, du magst Rosa ganz gerne, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, so ziemlich alle Farben, ne? Und von daher habe ich dir den gestaltet. Ich hoffe, der gefällt dir. Elfen magst du ja, glaube ich, auch und Schmetterlinge und so. Und das hier, das war eigentlich ein Papier. Also diese ganzen Ecken, die ihr hier seht, das habe ich alles auseinandergeschnitten. Und natürlich auch so verschiedenes Papier benutzt. Die wollte ich euch auf jeden Fall noch schnell abfilmen. Ich vergesse das ja manchmal ganz gern bei den selbstgemachten Sachen. Und man möchte die Päckchen ja auch schnellstmöglich losschicken, dass die Leute nicht so lange warten. Aber ja, bei den selbstgemachten Sachen ist das natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt nicht unendlich viel Zeit und zum Beispiel hier bei dem, bei dieser Zeichnung saß ich auch ewig und 3 Tage dran. Ich musste mich natürlich erstmal so ein bisschen mit dem Thema Zelda beschäftigen. Was gehört so dazu? Was kann man machen? Und ja, dann gucken, wie sieht dieser Link aus? Wie zeichne ich den am besten? Und ja, wie man das dann aus Papier gebracht hat und koloriert hat und. Sind natürlich schon ein paar Stunden vergangen. Hier haben wir dann noch ein Pocketletter, der sich ebenfalls gleich auf die Reise machen wird, sobald ich ihn verpackt habe. Aber ich wollte ihn natürlich auch noch ganz schnell abfilmen. Und ja, der wird dieses Mal nach Österreich kommen, zur lieben Stefanie. Die kennen bestimmt viele von euch von Facebook. Und ja, die hat sich ein Pocketletter mit diesen schönen geprägten Uhren in Türkis gewünscht und dann halt mit Schmetterlingen und Herzchen und so. Da sind dieses Mal viele ausgestanzte Teile drauf und das Papier ist natürlich wieder geprägt. Bisschen gestempelt habe ich. Der Schlüssel da ist so ein Metallcharme.
Und da seht ihr zum Beispiel mal die Goodies. Jedenfalls einen kleinen Teil davon. Und ja, ich schaue natürlich immer, was die Leute mögen und was zum Pocket Letter passt. Und ich hoffe, du freust dich darüber und natürlich auch über den Pocket Letter. Und hier haben wir meine Nummer 9. Das habe ich jetzt Sweet Vintage genannt. Ich fand den Titel ganz passend wegen dem süßen Gorgeous-Mädchen und dem kleinen Kätzchen hier mit dem Brief. Und ja, das war so eine spontane Idee. Ich habe ziemlich viel rosanes Bastelmaterial irgendwie gefunden. Das ist halt immer mal wieder in vielen Blöcken dabei und in Tauschpäckchen bekomme ich öfter mal was. Rosa ist jetzt nicht so mein Fall, wobei ich sagen muss, dass mir das bei dem hier ganz gut gefällt. Und ja, da wollte ich das einfach ganz gern mal ein bisschen verbasteln. Und das ist dabei rausgekommen. Ich habe euch mal ein bisschen näher rangeholt und ich glaube, ihr seht schon, ich habe mit vielen verschiedenen Materialien und Musterpapieren gearbeitet. Da hätten wir Glitzersteinchen und Chipboard-Sticker, gestempelte Sachen und ausgestanztes Washi-Tape und so weiter. Also wirklich ziemlich viel Verschiedenes. Die Katze da unten ist zum Beispiel auch ein abgestempeltes Motiv, was ich mal bekommen habe. Und ja, der gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Das hier ist meine Nummer 10 und ihr seht schon, der ist jetzt mal nicht im Hochformat, sondern im Querformat, finde ich auch mal sehr schön. Das wollte ich schon länger mal ausprobieren, das habe ich auch ein paar Mal in der amerikanischen Pocket Letter Gruppe schon gesehen und bei einigen anderen Bastlern natürlich auch. Und weil sich das auch super zu dieser Briefidee angeboten hat, die mir auch schon ewig im Kopf rumgeschwirrt ist, habe ich das Ganze einfach mal umgesetzt und natürlich wieder mit der süßen Gorgeous Pippi drauf. Dann haben wir so ausgestanzte Herzchen, die ich dann auch noch geprägt habe und einen Sticker draufgeklebt habe und ganz viel Schnörkel und Schmetterlinge und hier unten so eine selbstklebende Borte. Diese kleinen Sticker finde ich auch unheimlich niedlich, die habe ich auch mal geschickt bekommen, die sind richtig toll, die habe ich dann einfach mit so einer Zackenschere ausgeschnitten, damit die so ein bisschen ja, wie Briefmarken aussehen. Und dann sind da Schnörkel drauf und Vögelchen und dann noch ein Schmetterling. Und oben klebt natürlich wieder ein bisschen Washi-Tape, damit der Rand nicht so kahl aussieht. Die Sache mit diesen kleinen Schnipselchen hier habe ich euch in meinem letzten Doreen Beats Haul schon mal erzählt gehabt. Und zwar, wo ich die Kugelketten gekauft habe, da schreibe ich einfach immer die Nummer vom Pocket Letter drauf und so einen kleinen Titel. In dem Fall ist das Gorgeous Letter. Und auf der Rückseite schreibe ich einfach Made by Rina Sweet Craft World. Ich finde die Idee super toll und ich mag das, wenn man halt auf einen Blick sieht, von wem ist der Pocket Letter und ja, der wievielte Pocket Letter war das eigentlich. In dieser Art werde ich auf jeden Fall noch ein paar mehr basteln, das gefällt mir nämlich sehr, sehr gut. Und ja, da habe ich auch eine kleine andere Idee noch gehabt, wo ich wahrscheinlich auch noch ein Video dazu machen werde, weil man das auch gut für die Pocket Letter nehmen kann oder ja, basteln kann. Das ist auch so eine kleine Idee, was man mit so Restepapieren zum Beispiel alles anstellen kann. Und da habe ich sowieso seit längerem schon mal ein Video geplant gehabt. Und ja, lasst euch da mal überraschen, wann das kommt und wann ich Zeit dafür finde. Ich glaube, dieser hier hat auch noch gar kein neues Zuhause, denn der ist während des Poststreiks entstanden. Und ja, wäre also noch frei. Falls irgendeiner von euch tauschen mag, könnt ihr mich natürlich gern kontaktieren. Hier auf YouTube oder auf Facebook wäre sogar noch ein bisschen besser, ist aber kein Muss. Und dann kann man das absprechen. Müssen wir dann mal schauen, ob man sich da einig wird. Ich sehe ja auch immer ganz gern erstmal so ein paar Bilder, welche Richtung ihr so bastelt und so, weil jeder hat einen anderen Stil. Und natürlich hat jeder auch einen anderen Geschmack und es soll einem ja auch gefallen. Und ja, das war auf jeden Fall meine Nummer 10. Dann kommen wir hier auf jeden Fall zur Nummer 11. Das ist auch so zum Thema Süßigkeiten und Kuchen und Eis und Sommer und so weiter gehalten. Ja, wahrscheinlich hatte ich da Hunger auf Eis und Kuchen und deswegen ist der entstanden. Da sind halt viele solche lustigen Sprüche drauf, zum Beispiel Love is so much and all you need is nicht Love, sondern Ice Cream. Fand ich sehr, sehr cool. Und ja, oder hier habe ich dann das als ganze Karte sozusagen verwendet. Das war so ein Tag gewesen, den ich einfach zurechtgeschnitten habe und die Kirsche da oben, da habe ich so ein Glitzersteinchen draufgeklebt. Dann ist da so ein Mäuschen mit so einem lustigen Keks. Das ist aus Geschenkpapier einfach mit 3D-Stickern, ja, ein bisschen hervorgehoben. Und hier unten wieder so ein Spruch. Und das Mädchen ist ein Stempelabdruck, den ich mal bekommen und koloriert habe. Hat auch schon ein, ja, ein Plätzchen, wo der denn bald hin kann.
Da muss ich nur noch ein paar schöne Goodies aussuchen und dann kann der eigentlich auch schon verpackt und losgeschickt werden. Ich mag ja nicht nur so Kawaii-Sachen, sondern ich mag durchaus manchmal auch solche düsteren Sachen. Und das ist auch wieder so ein bisschen im Mixed-Media-Steampunk-Stil gehalten. Den Stempel finde ich auch ganz toll, das ist so ein Totenkopf mit Zylinder, also total cool. Ja, dann so mit Metallzahnrädern dieses Mal und den Schmetterling habe ich hier außen drauf geklebt. Dann so ein bisschen Spitzenworte und wieder so ein ausgestanztes Herzchen hier. Da habe ich dann obendrauf einfach noch so eine geprägten Herzchen geklebt und so einen Mini-Briefumschlag habe ich hier gebastelt. Und hier unten dann wieder die Spitzenworte, ein Stempelabdruck, den ich mal bekommen habe, ein ausgestanzter Schlüssel. Und ja, da unten sind dann wieder diverse Stempel. Da habe ich wirklich munter drauf los experimentiert, aber das Ergebnis gefällt mir eigentlich auch echt gut. Und der Rand, den habe ich natürlich wieder mit Washi-Tape verziert. Ich finde es immer ganz schön, wenn da auch was dran ist, denn der sieht oftmals ziemlich leer aus. Und der hier hat auch noch kein Zuhause, der ist nämlich ziemlich neu entstanden und den habe ich gestern erst fertiggestellt. Und jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende angekommen. Da haben wir die Nummer 13 mit dem Titel Pink Gorgeous. Der Titel passt, glaube ich, ganz gut. Ja, eigentlich wollte ich so in Richtung Lila machen, aber irgendwie hatte ich dann kein passendes Papier und dann ist es doch eher so in diese pinke Richtung gerutscht. Diese Uhr finde ich mega toll. Die habe ich auch mal bekommen. Total toll. Die Schmetterlinge habe ich ausgestanzt. Den Schlüssel, den habe ich gestempelt, finde ich auch sehr, sehr süß. Da steht oben Love, falls ihr das lesen könnt. In der Mitte ist die süße Gorgeous Pippi. Das ist dieses Mal ein anderer Stempel. Ich habe leider gar nicht so viele Gorgeous Stempel. Ich habe, glaube ich, erst 4. Und ich wollte mir unbedingt auch von der neuen Serie noch welche kaufen. Meine sind nämlich alle von der alten Serie. Und dann habe ich gesehen, von Santoro gibt es auch noch ganz tolle andere Stempel. Also Santoro ist ja diese Firma, glaube ich, von Gorgeous, also die Gorgeous herstellt. Und ja, das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Hier habe ich ihr noch so ein Schleifchen auf den Kopf gesetzt. Das habe ich selbst gemacht. Und die Uhr, die habe ich mit so einem silbernen Glitzerstift angemalt. Dann sind hier drumherum so viele ausgestanzte Zahnräder. Und hier bei den Schmetterlingen, seht ihr schon, habe ich solche Acrylschlüsselchen draufgeklebt. Natürlich wieder die Schnörkel, die nicht fehlen dürfen, die bei mir auch fast überall zu finden sind. Und das ganz tolle geprägte Uhrenpapier. Also das gefällt mir auf jeden Fall auch richtig gut. Ihr merkt, glaube ich, schon so meine Favoriten. Und hier unten habe ich dann so ein bisschen wieder mit selbstklebender Borte gearbeitet und so ein Metallcharm und Halbperlen und Glitzersteinchen und so aufgeklebt. Das war mein zweites Pocket Letter Update Video sozusagen. Also ihr seht, ich war relativ fleißig in letzter Zeit gewesen. Ihr könnt mir sehr, sehr gern Kommentare schreiben, welchen Pocket Letter ihr am besten findet oder ob ihr auch dem Pocket Letter Fieber so verfallen seid. Und ich werde euch natürlich auch wieder alle wichtigen Links in die Infobox packen. Also wie gesagt, das Video zu diesem Pocket Letter hier findet ihr in der Infobox. Und den Link zu meinem ersten Update-Video zum Thema Pocket Letter findet ihr auch in der Infobox. Und ja, ansonsten seht ihr da natürlich immer meine Facebook-Gefällt mir-Seite, wo ihr gern mal vorbeischauen könnt. Da poste ich ab und zu vorab schon mal so ein paar Sachen. Oder ja, wo ihr die Hüllen herbekommt, kann ich auch nochmal verlinken. Vielleicht interessiert es ja auch dem einen oder anderen, da muss ich nicht alles immer doppelt schreiben. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!